Achtung! Dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pro Evolution Soccer 2018 hier auf GoDLP mit Borussia Dortmund. Wir empfangen Werder Bremen hier im Signal Iduna Park im Westfalenstadion. Und ja, Ober hatte eine miese Tagesform. Das heißt, Romelu Lukaku heute hier bei einem Heimspiel direkt mal von Anfang an. Casemiro spielt heute noch nicht, weil die anderen Tagesformen im Mittelfeld sahen gut aus. Auf dem Flügel haben wir ein bisschen Probleme. Da ist jetzt Pulisic reinrotiert für Jarmolenko. Links bleibt Marco Reus, auch wenn der ja auch tagesformmäßig eher mau unterwegs war. Aber halt mal gucken. Mal gucken. Emre Can. Mario Götze. Ja, sucht seinen Mitspieler, findet seinen Mitspieler. Lukaku findet Reus. Reus findet Götze. Das war die erste gute Szene hier nach wenigen Minuten. Bremer versuchen es mit dem langen Ball. Achso, und Toljan ist auch drin für Guerrero. Toljan war heiß. Und dann muss er auch mal seine Chance bekommen. Und da oben läuft er. Upsa. Erling mit einer technischen Slapstick-Einlage. Sieht man eher selten von ihm. So, und da ist das Tier. Romelu Lukaku. Ja. Ball bleibt beim BVB. Hui! So, Mitte dicht halten, aber trotzdem auf außen Druck ausüben. Jetzt kommt gleich der lange Ball wahrscheinlich. Ja, da ist Emre Can. Das Ganze mal gepflegt vergessen. Und hinten rum. Stark! BVB scheint immer mehr zu der eigenen Spielart zu finden, die am besten passt. Götze ist offen. Ali. Reus. Lukaku auf Ali. Ah, da ärgert er sich. Zu Recht. Ein schöner Spielzug. Götze, Ali, Reus, Lukaku. Ali bringt dann noch den Schlappen unterm Ball. Aber ihr habt es gesehen. Knapp vorbei. Ist bekanntlich auch daneben. Hector Bellerin. Ah, Pulisic bricht ab. Bringt halt nichts. Da jetzt her zu dribbeln. Heieiei. Stark. Stark von Bartra, glaube ich, ja. Ganz unten, Bellerin mal mitgenommen. Das Spiel verlagert auf die andere Seite. Wollen wir mal gucken hier. Oh, zu früh gedrückt. Ah, der dürfte dann halten sie im Spiel. Es ist manchmal unfassbar. Ja, da waren wir nicht auf der Höhe. Da ging schon wieder irgendwas richtig schief. Hier war es noch ganz gut geklärt. Und dann, ja, habe ich keine Ahnung, was Emre Can da macht. Und dann laufe ich noch mit, wer war es, Toljan, vom Ball weg. Sowas kann natürlich schnell nach hinten gehen. Nach hinten losgehen. Jetzt haben wir auf dem Flügel mal ein bisschen Freiraum, wollte ich sagen. Denkste. Das gibt es nicht. Haben die ein Glück?
Aber Hauptsache bei denen kommt hier jeder verdammte Ball immer punktgenau. Muss Toljan rausrücken. Wow. Hübscher Trick, hübscher Trick. Machen sie gut, die Bremer. Aber jetzt der BVB über Christian Pulisic. Alli Alli. Oh, dribbelt sich da eigentlich an der Außenlinie fest. Es gibt einen Freistoß. Gegen zwei Mann setzt sich dann doch durch gegen Neusander. Und keine Ahnung, wer der zweite war. Der Moisander kriegt hier auch noch gelb. Dankeschön. Und die Dinger können wir eigentlich. Haben wir letztens ein Törchen draus gemacht. Ah, der ist zu nah am Torwart. Das Ding kommt dann doch zu nah an Drobny. Ja, danke. Aber wieder haben sie Glück und bleiben hier im Ballbesitz. Bellerin, starkes Stellungsspiel. Emre Can fordert den Ball, Emre Can kriegt den Ball. Flügelwechsel. Da ist Jeremy Toljan. Der kriegt jetzt hier ordentlich Platz. Von den Bremern. Ah, der passt. Achtung. 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 Ein Spielzug, der schön war. Und wenn Schaden nicht angegriffen wird, dann steht es 1-0. Aus der Distanz Emre Can und der vorhin angesprochene Drobny kann dann nur zur Seite klatschen lassen und dann ist es Mario Götze, ich dachte das wäre Pulisic, aber es ist Mario Götze, der dann einschussbereit parat steht, nicht aus einer Abseitsposition heraus. Ich hatte da noch ein bisschen Sorge, dass da gleich noch die Fahne hochschnellt, aber nein. Regulär sagt das schwierige Spannende, wollen wir mal gucken, ob das auch so stimmt. Ja. Definitiv beim Schuss von Emre Can Götze noch hinter seinen Gegenspielern. Keine Abseitsposition, die da vorliegt. Und dann steht es 1-0 und die Südtribüne in Dortmund im Westfalenstadion hat was, worüber sie sich freuen kann. Ja, easy eingeschoben. Schönes Tor. Also, ja, schön ist relativ. Der Angriff davor war schöner, aber ja, doch, also eigentlich, ich bin nicht unzufrieden mit der Entstehung des Tores. Lassen die Mitte offen. Ja, da kommt der Herr Bürki raus. Macht das Spiel jetzt schnell. Alli. Reus auf Alli. Schöne Drehung. Dali Alli. Immer noch der junge Engländer. Schön mit der Hacke weitergespielt. Ui, und da komme ich nie zum Nachschuss. Das war Pulisic per Kopf. Drobny kann da auch nur irgendwie noch mit den Beinen den Ball abwehren, damit es nicht klingelt. Und dann kommt Pulisic leider nicht zum Nachschuss. Entscheidend ist auf dem Platz. So ist es. 1-0, Dortmund hat das Spiel hier im Griff. Bremen ist jetzt auch vielleicht nicht unbedingt der Gegner, der uns jetzt hier gerade in der Phase, wo wir uns befinden, gefährlich werden könnte. Aber sag niemals nie, ne? Ein langer Ball und schon stehen sie vor unserem Kasten. Und wir gucken wieder mal hier, wie wir den Anschluss hier ausführen. Bellerin ist einfach gut. Hector macht das einfach Bombe. Einer der besseren Einkäufe, die wir hier getätigt haben. Jeremy Toljan. Reus. Gar nicht lange rumschnacken. Reus.
Lukaku, Lukaku, Lukaku. Ach komm. Bestraft sie. Da gibt es doch noch die Ecke. Abschluss! Möchte ich nur mal sehen. Also das ist schon gut gemacht von Lukaku, wenn er da noch ablegt. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Ah, okay. Da war der Dortmunder da noch dran, habe ich gar nicht so mitbekommen. Da war noch einer unserer Jungs dran. Ah, kommt er nicht hin. Da kommt der Christian Pulisic nicht dran. Der US-Boy im Dienste vom BVB. Bellerin auf Toljan. Ja, das ist schon schick. Can, Götze. Da wollte ich nicht hinspielen. Schade. Direkt weitergespielt, aber war nicht so einfach zu verarbeiten. Haben wir noch. Na, warum nicht, ne? Versuch was wert. Auch wieder anständiges Direktpassspiel, was der BVB hier momentan aufs Feld bringt. Toljan. Schade. Schön. Der sollte eine Station weitergehen. Ali. Ist guter Fußball. Dann fehlt wieder mal dieser eine Schritt. Ja, wollt das wieder spielerisch lösen? Da hatten schon andere Mannschaften Pech in den letzten Spielen. Ja. Der war dann doch zu satt. Also, es bleibt hier weiterhin beim hochverdienten 1:0. Bremen kriegt einfach hier offensiv jetzt nicht so viel hin, um uns vor unlösbare Aufgaben zu stellen. Der Ali, ne? Hector Bellerin. Wop, wop, wop. Da muss ich mal gönnen. Ja, fehlte dann doch noch einiges, aber warum nicht? Warum nicht mal einfach versuchen? Bleibt Lukaku stehen. Oh, da komme ich jetzt nicht nach unten hin, ja. Aber da komme ich hin. Fuck, haben die ein Glück. Einer gegen alle. Das ist ein schönes Ding. Und wieder daneben. Wieder geht der Lupfer am Tor vorbei. Diese Szene wiederholt sich jetzt zum dritten Mal in dieser Aufnahmesession. Boah. Und wieder ist es Ali. Schade. Hätte auch ein Törchen verdient gehabt. So. Gut, eine Viertelstunde ist hier noch. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch Zeit für die Bremer, unsere schlampige Chancenverwertung. Ja, genau, da musst du hechten. Irgendwie noch zu bestrafen. Jeremy Toljan. Aber Dortmund sieht gerade nicht so aus, als oder sagen wir, Bremen sieht nicht so aus, als könnten sie hier wirklich irgendwie noch
ein Schüppchen drauflegen. Ja, der war eng. Und das ist ein Foul. Und dann pfeift er den Vorteil ab. Er zeigt er es im Vorteil an. Ich gehe extra nicht hin, dann pfeift er den Vorteil ab. Interessant. Emre Can! Gelb vorbelastet. Und das gibt uns doch die Möglichkeit, hier einfach mal geschickt zu reagieren. Und wenn du die Chance hast, einen Emre Can auszuwechseln und dafür einen Casemiro zu bringen, hast du irgendwie was richtig gemacht oder spielst leider ein relativ unrealistisches Spiel. Ich fürchte, es ist Zweiteres, aber da wollen wir uns jetzt ja aber nicht hier drüber ärgern. Ist ja auch nur just for fun. Es ist doch nur alles aus Spaß an der Freude. 89% Passgenauigkeit beim BVB. Das sind nämlich genau die Situationen, die wir nicht wollen. Ja. Die Grätsche war schon höchste Notsituation wieder. Spielen sie gut. Doppelpass und dann sind sie durch und dann ist es toll, Jan. Und dann ja, ist es Sokrates, der abfälscht. Keine Ahnung, wo der Ball hingegangen wäre. Und jetzt gibt es wieder eine Ecke. Nee, es gibt Abschluss. Genau so ist es richtig, Schiri. Was mache ich denn? Keine Ahnung, warum ich den Ball jetzt als Steilpass gespielt habe. Aber das war jetzt nicht das Problem. Mario Götze findet sich auch immer mehr im Zentrum zurecht. Polter die Polter. Oh oh. Und dann läuft Götze am Ball vorbei. Also manchmal ist es wirklich nicht ganz so nachvollziehbar. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Aber das ist halt der Bellerin. So. Die versuchen jetzt mehr, die Bremer. Ja, aber auch nicht so wirklich erfolgreich. Casemiro hat doch eigentlich einen guten Schuss, oder? Hat er. Aber nö. Der gute Casemiro. Ali. Lukaku zieht seinen Gegner weg. Ja. Nee. Sah in der Echtzeitgeschwindigkeit dann doch gefährlicher aus, als der Ball dann wirklich war. Mario Götze. Bellerin. Ali. War eine gute Idee? Ja. Ein Pfiff? Doch. Ich wollte schon sagen, wir haben am Bein getroffen. Warum besperrt sich Ali da? Will er noch die gelbe Karte sehen? Aber das ist für mich gar nicht notwendig, da noch irgendwie den Spieler mit Gelb zu verwarnen. So, gibt einen Freistoß und der Herr Reus wird ihn schießen. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Oh, der sollte ein bisschen happig sein. Ja. Letztes Mal habe ich den in die Mauer gemacht und jetzt weit, weit daneben drüber alles. Semi-gut. Aber es reicht für einen 1-0-Sieg. Ja, er war jetzt hier nicht kein Festival der Budenzauberei oder so, aber es war auch jetzt nicht so, dass es jetzt extrem gefährdet war. Klar, Bremen da mit dieser einen Geschichte, wo es ein bisschen hektisch im Strafraum wird. Aber auf der anderen Seite gab es diverse Szenen, diverse Möglichkeiten, hier auch noch ein Törchen zu erzielen. Hier Drobny mit der Parade mit dem linken Fuß. Oh, mal gucken hier, Lukaku mit dem Abschuss, zum Abschuss freigegeben. So, alles klärchen. Dann wollen wir noch mal ein bisschen Statistiken wälzen, da sehen wir auch, das Ding ist doch hier verdient Richtung BVB gegangen. Als nächstes folgt dann die Tabelle. Und dann gibt es ja noch ein bisschen Transfergeflüster hier. Bayern spielt nur unentschieden. Na, guck mal hier. Ja, das ist ja immerhin schon
Immerhin schon etwas. Und auch die Kölner lassen Punkte, und zwar direkt mal alle. Das heißt, jetzt setzen wir uns auch ein bisschen von Köln ab. 3 Punkte vor den FC aus Köln. 9 Punkte vor Gladbach. 11 Punkte jetzt schon vor Leipzig und Leverkusen. Sieht gut aus mit den Abständen nach unten. Aber es sind halt auch 8 nach oben, also Meisterschaftsrennen. Ja, wir spielen zwar noch in der Rückrunde gegen die Bayern, aber das Meisterschaftsrennen ist natürlich... Ja. Oh, die Fans nennen den Herrn Aubameyang jetzt das Phantom. Alles klar. Warum nicht? Nicht wahr? Warum nicht? Frankfurt gegen Dortmund hier. Englische Wochen mehr und mehr. Trapezo ist ein Angebot für beste Eingang. Ja, Stuttgart will Larsen. Das sind wahrscheinlich beides Leihangaben. Berratti ist gescheitert, macht nichts. Oh, Sahin und Dahoud, ja, haben wir auch noch im Zettel. Und wir haben mal wegen Ousmane Dembélé angefragt. Jetzt bin ich mal gespannt. Da Romelu Lukaku die Teamrolle Starspieler hat, hat der Vorstand mit einer Aufstockung des Gehaltsbudgets reagiert. Ja, geil. Nochmal fast 2,5 Millionen mehr Gehaltsbudget. Hübschikowski. Das ist doch erfreulich. So, wollen wir erstmal die eingehenden Geschichten hier mal nehmen. Ja. Dahoud darf gehen. Er muss spielen und die Spielzeit kann ich ihm einfach nicht geben. Auch Sahin darf gehen. Wird ja auch nicht jünger, wenn das Angebot jetzt auch nicht so pralle war. Stuttgart will Bruno Larsen ausleihen. Das finden wir gut. Wir haben schon wieder 90 Millionen. Und hier die nächste Ausleihe für Herrn Beste. Auch das ist absolut in meinem Sinne. So, und jetzt kommt die Frage, was wollen die Penner für Ousmane Dembélé? Alter, den hole ich. 5 Millionen Gehalt, das ist natürlich ein bisschen happig. Mal gucken, ob wir das hier unter 20 Millionen hinbekommen. Das Gehalt hier nochmal ordentlich wegpimpen. So, Torbonus, klar, kannst du haben. 90% reicht ihm schon. Also für die Kohle hole ich den. Ist mir egal. Fände ich witzig. Eine weitere gescheiterte Personalie, die zum BVB zurückgeholt wird. Bis jetzt hat sich das ja nicht so bewährt. Mit Ausnahme von meiner Ansicht nach Mario Götze, der immer wichtiger und stärker wird fürs Team. In Wirklichkeit natürlich. So, alles klärchen. Also, nächstes Spiel gegen die Truppe aus der, wie sagen die, ist egal, aus Frankfurt. Und Manhattan, glaube ich, ne? Manhattan. 17. Januar und dann gegen Hamburg, zu Hause gegen Hamburg, dann zu Hause gegen Hoffenheim. Also es warten weitere turbulente Folgen auf euch, auf mich und auf alle anderen. Ich verabschiede mich, sage danke für euer Interesse, danke, dass ihr zugesehen habt. Schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare, das motiviert immer. Ja, haut rein, macht's gut, bleibt am Ball, euer Gordi. Ciao. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gordi LP.